Gut. Das lief ja nicht so gut. Was soll's? Dann laufen wir mal nach da. Und holen unseren Stuff wieder. So. Mehr brauche ich nicht. Oh, der Morgen ist respawned. Und die Bogenschützen sind... Die sind alle respawned, wa? Dann laufe ich mal lieber hier lang. Und ich glaube, ich mache sogar Akteur an. Ja, mache ich auch. Damit mich hier schön nichts trifft. Wie bin ich hier nochmal rübergekommen? Ich weiß es nicht mehr. Auf den, ne? Ja. Gut. Moment. So lang. Hier komme ich sicherer hoch. Oh, Gott sei Dank verbrauchen wir so gut wie gar keine Ausdauer und haben mehr als genug Ausdauerfood gegessen. So, hier hoch. Dann hier drauf. So. Und noch ein. Und hier. So. Und rüber geslidet. Da sehe ich auch schon unser Grab im Hintergrund. Aber erstmal nichts wie weg hier. So. Ausdauer sollte ich, glaube ich, erstmal... Ah, der Troll lebt noch. Räumt noch ein bisschen auf. Komm, mach sie platt. Nein. Ja, ich muss kurz... Ich muss schnell meine Sachen holen, ne? Ah, sie ziehen sich zurück. Sehr gut. Her damit. Einer hat mich gemerkt, aber was soll's. Ich jump hier mal oben drauf. So. Schön in Sicherheit. Und dann ziehe ich mir meine Klamotten wieder an. Dreist. So viel zum Thema Sicherheit. Wo war der denn? Wir hätten da gerade geballert. Ach, der da unten. Daneben. So, warte mal kurz. Dann tausche ich mal die. Und tschüss. So, und die mache ich jetzt einen nach dem anderen platt. Oh, da liegen noch Sachen drin. Du kommst mal her. Alter, haben die viel Life. Meine Fresse. Daneben. Ja, Alter, was ist das? Wie, was? Was soll das denn jetzt? Na komm schon. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Oh oh. Energieschild. Der hat mich wieder fast gekillt, ne? So. Und tschüss. Oh, Gott sei Dank. So, und die Sachen, die da drin sind, kann ich die vielleicht stacken? Zwei Sirtlingskerne, ja, die brauche ich. Für unser Portal nämlich. Soll ich das mal fix bauen? Ja, ne? Können wir recovern? Na, obwohl, ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das geht schon. Die restlichen machen wir eben so platt. Das ist nur ein Zucken da. Aber ich zieh mir die jetzt einmal einen nach dem anderen raus. Weil in der Gruppe sind sie doch viel zu stark. So. Sehr gut. Ach, wir haben ja auch noch Leichen drauf. Wir brauchen gar keine Ausdauer beim Rennen. Ah, der ist ja auch fast down. Sehr gut. Und tschüss. Und dann der noch. Ich glaube, das ist der letzte. Ich schau mal kurz. Ja. Ja, das ist der letzte. So. Leichenlauf hat aufgehört. Aiktyr ist aber noch aktiv. Wow. Gut, noch einmal Mana aufladen. Ich glaube, das war's dann. Und tschüss. So, Portal. Irgendwo hier hingebaut.
Vielleicht vor Lava, vor Feuerbällen geschützt, geht aber nicht, ne? Ja, da muss ich irgendwie reinkommen. Gut möglich, dass ich das hier irgendwie aufreißen muss. Hat das live? Nein. Dann kann ich das noch bestimmt mit Trolldingens einreißen. Mit Trollexplosion. Keine Ahnung. Ich mache hier mal kurz ein Portal hin. Bring den Stuff weg. Ach, ich dachte gerade, das wäre ein Land, aber das wäre eine schwimmende Insel. Stimmt. Und da fiel mir übrigens auch was ein, wie wir deutlich effizienter Erz abfarmen können. Aber dazu später mehr. So. Lootloch. Alet Runder. So. Außerdem den und den packe ich auch mal runter. Ne? Können wir dann später reparieren und so. Und ansonsten sind die anderen Sachen eigentlich noch alle gut. Ich überlege gerade, doch kurze Kotzebeere zu essen, damit wir wieder zwei Magiefood haben können. Oh Mann. Unser Essen wird echt allmählich... Oh Mann. gut. Oh, die Dinger sind leer. Die müssen wir wieder auffüllen. Mache ich aber nicht jetzt. Was machen wir denn da am besten? Ich überlege gerade. Sollten wir eine Kotzebeere essen? Ja, ne? Komm. So. So. Dann warten wir den Effekt ab. 3, 2, 1 und 0. Und dann ballern wir uns das gute Zeug rein. Dann haben wir nämlich mehr Mana. Hervorragend. Und dann würde ich sagen, gehen wir hindurch. Und ich nehme das Portal lieber mit. Nachher geht es kaputt. Und dann bauen wir uns, dann zerstören wir das, glaube ich, mit Troll-Dingern. Troll-Meteoren, oder? So, weiter geht's. Das weg. Das weg. Und Energieschild. Ja, ne? Ich baller da einfach voller... Obwohl, ich habe wieder Angst, dass dann Loot kaputt geht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange das sonst brauchen würde. Deswegen mache ich es einfach. So. Und nochmal. So, ist aufgerissen, oder? Glaube ich. Oh, beide Trolle greifen mich an. Aber ist kein Problem, die kriegen wir schon hin. Die sind ja Gott sei Dank bei Frost sehr schwach. Ah, die Askins wollen mir helfen. Das ist aber nett. Ich laufe mal hier hinten hin. In der Hoffnung, dass sie abgelenkt sind, sind sie auch. Sehr schön. Ja, dann stelle ich mich mal da auf den Stein und warte deren Kampf ab. Oh, hier ist eine Vase. So. Ich spring mal hier oben rauf. Halt, Ausdauer. Der Lavaklumpen da mache ich ein bisschen unruhig. Den mache ich mal platt. Sag mal, nicht einmal getroffen? Ja, dann verzieh dich doch. Ja, die räumen dann natürlich ordentlich auf. Gut. Und jetzt gehen sie wieder zurück zu ihrem Spot. Die haben den bestimmt ordentlich Leben abgezogen. Und wenn nicht, dann mache ich das jetzt auf jeden Fall. Ich ziehe den dann den Rest ab. Der und der. Ja, der hier ist bald down. Den kriege ich eben down. Oh, die schmeißen ja mit Stein. Wie die normalen Trolle auch. Ist ja gut zu wissen. Alter, machen wir Schaden. Das freut mich. Hey, wo willst du hin? Bleib hier. Also, du kannst auch weggehen, aber... Ja, gut. Tschüss. Ah, der will in der Lava schwimmen. Verstehe ich natürlich. Ist bestimmt angenehm da für ihn. Gut, ich gehe da mal rein, ne? Nicht, dass die Sachen jetzt gleich despawnen. Hä, das war's? Was ist das denn? Fragment von Drynwinds Spitze. Was? Okay. Mysteriöser Ort. Ah, direkt den nächsten gefunden. Ich verstehe. Das ist natürlich praktisch. Wir haben mir schon gedacht, oh nein, ey, das braucht ja ewig, bis wir die anderen mysteriösen Orte auch finden. Aber so geht's ja. Aha, Drynwind. Drynwinds Spitze. Mhm. Hä? Aber wir können Drynwind auch so herstellen. Oder ist das eine andere Waffe? Wahrscheinlich. Gut.
Keine Ahnung, da habe ich mich geirrt. Aber dann haben wir den einen mysteriösen Ort schon mal gefunden. Da ist also Loot drin gewesen. Einmal diese Spitze und 4 von diesen Kugeln. Aber mehr nicht. Ich dachte eigentlich, hier sind auch Edelsteine oder so. Was ist denn hier? Ach, Krausten. Gut. Hier könnten wir theoretisch eine Base reinbauen, aber irgendwie finde ich das mir zu unsafe. Deswegen schaue ich mal kurz. Das hier können wir entfernen. Mysteriöser Ort. Der nächste mysteriöse Ort wäre da. Am einfachsten zu erreichen mit Node 2, ne? Also hier jetzt irgendwo ein Portal hinzubauen, wäre Verschwendung. Das wäre ein totes Portal. Ich muss zurück zu entweder Node 3 oder... Oh. Wo hatte ich denn die andere Node 3? Ich habe vergessen, es einzutragen. Hi! Und die Frage ist auch, kommen wir wieder zurück? Ich glaube aber ja. Warte mal, auf den Stein da und dann auf die Säule. Oh, jetzt aber schnell, es wird Nacht. Ja, ich glaube aber, dass, ne, wenn wir jetzt nochmal nachts schnell zurückgehen, passt das. Ich hoffe es einfach mal. Ist dämlich, ne, was ich mache. Sollte ich nicht tun eigentlich. Oh, wollen wir den da abreißen? Nee, lieber nicht. Das bisschen Prostitpulver. So, ich stelle mich mal hier oben drauf. Dann sind wir doch hoch genug, um da rüber zu kommen. Ja, locker. Von denen wird keiner einen Stern haben, denn die Nachtmusik... Also, 2 Sterne, meine ich. Denn die Nachtmusik hat ja noch nicht begonnen. So, ich schau mal hier rüber und hier drauf. So. Schön out of range bleiben. Der Aspin hat gelbe Aufmerksamkeit, aber er ist noch nicht rot. Er wird aber gleich rot, wenn er näher kommt. Nicht sie weg hier. Und da ist die Festung, ne? Ja. Ja, ja, ja. Und tschüss. So. Und ich laufe. Eine Tür haben wir leider nicht aktiv. Da ist ein Morgen. Aber ich gehe einfach. Ich laufe einfach durch. Ausdauer aufladen lassen und let's go. Schnell zur Treppe. Und die können sie von mir aus auch kaputt machen. Das ist mir völlig egal. So. Und hinauf. Sehr gut. Wow, Alter, habe ich mich verjagt. Gut. Aber wir haben es geschafft. Und dann würde ich sagen, hindurch. Top. Dann würde ich sagen, wir schmeißen hier mal den Stuff runter. Alter, schon wieder so viel. Und hier Fragment. Dieser Metallsplitter sieht wie die Spitze eines Schwerts. Wenn mehr Stücke vorhanden wären, könnte man die Klinge neu schmieden. Sollte ich das Portal mitnehmen? Ja. Nee, nicht mitnehmen. Aber in die Portalkiste packen. Warte mal. Wo sind hier... Wo ist denn jetzt das Zeugs? Verdammt! Gut, ich schmeiß das hier wieder drauf. Und hol mir 2 neue. Bei Feuer. 2. So. Und dann... Ah, ist das hier dunkel ohne das... Ohne die Fackeln, ganz ehrlich. So, weil wir haben doch oben neben unserer Schiffskiste auch unsere Portalkiste hier. Und da packe ich das mal alles rein. So wie wir es immer gemacht hatten. Und dann nehme ich hier das hier raus. Und ich würde sagen... Wir gehen wieder auf Asquin-Jagd. Es wird allerhöchste Zeit, also hindurch. So, let's try it. Ich würde sagen... Entschuldigung, da musste ich mir noch mal kurz was notieren. Ich würde sagen, wir ziehen wieder eine große Runde. Weil mittlerweile müssten die doch respawned sein, oder? Ich gehe mal da hinten zu diesem Lavasee, weil da waren, glaube ich, welche. Hier ist nichts. Ich... Schau mal, ob sich hier irgendwas bewegt. Da sind Asquins. Hm. Laggedy lag. Ach, weil er saved. Oh, wir sind nur noch 10 Minuten gut ausgeruht, ne? Und außerdem ist meine Dingens gleich down. Oh, oh. Gut. Der steht erstmal an. Jo, jo, jo. Ich hab dich schon gesehen. Energieschild. 4, 3, 2, 1 und so. So, schön Frost.
Ja, theoretisch können wir hier hoch, ne? Zur Not. Nein, 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 nein. Bitte da nichts kaputt machen. Bitte nichts kaputt machen. Hier bin ich. Nichts kaputt machen, habe ich gesagt. So. Und dann können wir mal hier hochjumpen. Er könnte uns hier treffen. Mit seinem Area Damage. Wenn er jetzt auf den Boden wämst. Trifft er aber nicht. Sehr gut. Und piu. Auf Wiedersehen. Ja, mit deinem Stuff. Und dann gehen wir nach da hinten. Da ist ein Asquin, ne? Gut. Der ist down. Ne, doch nicht. Das war wieder nur ein Stein. Hier ist Ascheholz. Vorsichtig aufsammeln. Und dann gehen wir mal hier hin. Und da hinten ist ein Asquin. Und da holen wir dich erstmal her. Elementarmagie haben wir geskillt. Sehr gut. So, du bist schon mal down. Piu. Ja, mit deinem Stuff. Wir sind noch 7 Minuten gut ausgeruht. Das ist noch im Rahmen. Ja, am liebsten würde ich hier jetzt einfach direkt losgehen, aber ich lock mal den anderen. Oh, der eine sieht anders aus. Der sieht ein bisschen größer aus. Hat der Sterne? Kann aber auch eine Ein-Sterne-Asquin sein. Aber ich muss hier erstmal aufräumen. Sonst werde ich wieder abgelenkt. Das ist ein normaler Asquin. So, der ist schon mal down. Und dann gehe ich wieder hier oben drauf. Das war gar nicht schlecht. Aua! Mann! So. Und dann kann ich hier schön runterballern. So. Naja, rupp da ruhig gegen. Juckt mich nicht. Nee, nee, bleib mal hier. Und tschüss. Vielen Dank für den Tipp mit diesem Stein. Das ist doch sehr praktisch. So, das ist wieder nur ein Stein. Da hinten war aber noch ein Asquin. Direkt hinter und den auch noch hergelockt. Ein Stern. Ja, er war größer als... Den muss ich trotzdem killen, ne? Wie ich meinte. Der hatte zwar einen Stern und war tatsächlich größer, aber nur einen. So, eine Salbe kriegst du schon mal drauf. Beim Weglaufen können wir dann den Rest regenerieren. So. Trotzdem getroffen, dreist. So, hier hoch. Sehr gut. Energieschild. Und Frostsalbe. Tschüss. So, ich habe so Angst, dass er durch seinen Hopsen irgendwie sich hier hochgelitscht. Aber dann gehen wir einfach eine Stufe höher. Sehr gut. Und nochmal so drauf. Und noch ein. Piu. Ja, mit einem Loot. Und dann gehen wir schnell nochmal dahin. Weil ich glaube, es wird auch allmählich wieder, ne? Von der Zeit her knapp. Aber hier hinten waren doch auch noch welche. Da war doch einer. Oder? Nee, das war nur eine Rauchwolke. Wo sind sie denn? Aski, Aski, Askwins. Wo seid ihr? Oh, ist hier viel Holz. Und Pilze. So viel Zeit muss sein. Ja, der da, den ignoriere ich mal. Hm. Ich dachte eigentlich, hier waren doch immer 4. Keine Ahnung. Da jump ich lieber nicht drüber. Da ist einer, oder? Ja, und hier auch. Und der hat nur einen normalen, also nur normaler und einer mit einem Stern. Oh, 3 Asquins. Jetzt aber weg hier. So, schnell. Und dann hier oben drauf. Ja, die muss ich dann nämlich noch eben plätten. Die hat mich so fertig gemacht.
Warte mal, da kann ich sogar Feuerball nehmen. Da mache ich nämlich mehr Schaden. Also. Wow! Aha! Hochgeglitscht, meine ich doch. So, sterbt ihr am Feuer oder? Keine Ahnung. So, schön runtergeballert. Und noch ein. Und den Bogenschützen da auch. Der braucht ja nur zwei Feuerbälle. Oh, daneben. Hat ihn weggerutscht. So. Ja, der Brennende haut ab. Aber das sollte er nicht. Weil wenn er abhaut, dann wird dort kein anderer respawnen. Warte mal, bleib mal schön hier. Wo ist er denn? Da. Tschüss. So. Und dann war da noch einer mit Stern. Den muss ich theoretisch auch plätten. Es wird sowieso gerade Tag. Das begrüße ich. Wo ist der mit dem Stern hin? Der war da hinten. Dann gehe ich da nochmal hin, weil den, wie ich sagte, muss ich natürlich auch killen. Aber hier ist nichts. Nö. Dann sammle ich mal hier auf. Ist der hier irgendwo? Auch nicht. Hm. Ach ja, und außerdem Straußenfahren habe ich gemerkt. Habe ich immer liegen gelassen. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt habe ich nämlich kaum was davon. Das brauchen wir ja auch tatsächlich für Tränke. Zum Beispiel. So, der Tag hat begonnen. Gut. Und wo ist der Asquin? Mit Stern? Nicht da. Ich gehe nochmal hier auf den Stein drauf. Nee, ist weg. Schade. Weil den hätten wir eigentlich... Obwohl, es kann sein, dass er am Feuer gestorben ist. Liegt hier noch Asquin Stuff? Stein. Kraus. Hier liegt noch Asquin Stuff. Ja. Naja, gut. Dann nicht. Ne? Theoretisch könnten wir noch ein bisschen... Überlege ich gerade ein bisschen Holz sammeln. Aber da fällt mir gerade auf, dass wir überladen sind. Und deswegen es eigentlich auch gleich bleiben lassen können. Das heißt, wir gehen wieder zurück. So sei es. Hm. Schade, wo der dieser eine Sternerscreen ist, kein Plan. Aber wir haben eben gerade 5 gesehen, ne? Meine ich doch. Der Spot hier ist gar nicht so schlecht. 4 haben wir gekillt. Das heißt, wenn wir das nächste Mal hier sind, werden 4 neu spawnen. Aber dafür müssen wir wieder ein paar Nächte warten. Wir haben es trotzdem probiert. Sehr gut. So. Noch einen Schluck Tee genommen. Und dann schmeiße ich die ganze Stuff hier mal runter. So. Das hier auch. Straußenfahren hätte ich theoretisch behalten können. Aber was soll's, weil ich habe hier noch einen Puffy reingetan. Bringt mir gar nichts, wenn ich den nicht auch mitnehme. Ne? Ich mach mal so. So. Sehr gut. Und hier mache ich den wieder hin. Perfekt. Sehr gut. Ja, wir haben es Tag. Ich guck mal kurz auf meiner To-Do-Liste. Den mysteriösen Ort haben wir getan. Schwarzschmiede-Items-Upgraden haben wir auch gemacht. Den Rest habe ich mir aufgeschrieben. Dann Erz, habe ich gesagt, aber da kommen wir später zu. Ja, wir können theoretisch entweder machen wir... Ja, das würde als nächstes anstehen. Ach ja, das hier können wir erstmal machen. Augen. Ich merke gerade, die Kiste wird allmählich leer. Ich gehe mal kurz zum Speicher und hole 6 Augen-Stacks wieder runter. So, die waren doch hier direkt vorne irgendwo. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann wieder zurück. Hervorragend. Und dann füllen wir hier mal auf. Und da auch. Und das Schöne ist, normalerweise müssten wir jetzt in die Rüstkammer gehen und das Ganze nochmal machen. Aber da haben wir ja jetzt unsere Fackeln ersetzt. Ne? Und wir haben nur noch hier die Fackeln, die wir auffüllen müssen. So, Augen rein. Und dann würde ich sagen, wir sortieren den Stuff hier schon mal ein. Aber so, halt. Wir haben hier vor allem sehr viel davon. Das sollte ich eigentlich auch als erstes machen. Wir haben hier noch Stein. Ah, nee. Dann mache ich erstmal die Sachen. Feuer.
Eier, Federn, Knochen. Federn. Knochen. So. Dann hier Leder und Häute. Das Reptilienfleisch. Halt. So. Aegis. Pilze. Das waren noch niemals alle. Dann Kleinviehfleisch. Monsterorgane. Ah ja, den Stab können wir gleich nach oben bringen. Mache ich auch gleich, aber erstmal hindurch. Ich nehme mal das ganze Grausten auf und das Holz und das Ascheholz. Passt nicht, aber dann können wir das alles schon mal reinpacken. Zum Glück habe ich das hochgebracht. So und so. Den bringen wir auch gleich hoch. Nochmal durch. Achso, das sind die Sachen, die ich gerade weggeworfen habe, ne? Deswegen haben die sich nicht gesteckt. Na super. Hier haben wir noch mehr Marmor. So, dann Ascheholz. Holz. Dieses Ding hier, frage ich mich auch noch, wo es hin soll. Feuer. Ah, da kriege ich den Rest mit. Nein! Feuer kommt hier rein. Monsterorgane hier. Kräuters. Pilze. Dann Scherben kommen zu Möbel. Knochen kommen hier rein. Das hier nochmal aufgesammelt. Asgünhaut, Asgünschweif. Und das Pulver. Das kommt hier rein. Asgünhaut hier. Und das Fleisch hier. So. Perfekt. Und dieses edle Ding hier. Was ist denn das? Ist das ein Metallteil? Eigentlich ja. Ich pack's dazu Metallteile. Hier unten hin. So. Und dann haben wir noch zwei Barren. So wie unten ja auch das Eiter, ne? Das ist ja auch durchgelaufen. Stimmt. Weichgewebe. Wir können theoretisch Weichgewebe holen. Ich hab so keinen Bock drauf, ne? Oh Mann. Und Met? Ist Met vielleicht durch? Nö. Schon wieder. Der ist fertig und der noch nicht. Kein Plan. Ehrlich. So, also, wir brauchen zum einen Weichgewebe und wir brauchen zum anderen sehr, sehr viel Ascheholz. Ich wollte eigentlich einen Bergkönig machen. Für Ascheholz. Aber theoretisch brauchen wir auch Weichgewebe, damit wir stärker werden. Denn, denn ich würde auch ganz gerne die Sachen hier noch alle aufwerten. Ja, den nicht. Aber das... Den müssen wir doch mal aufwerten. Der ist schon Max. Den aufwerten. Wobei wir hier Ascheholz bräuchten. Hier brauchen wir einen Blutstein. Wie viele Blutsteine haben wir? Wir haben nur einen, ne? Oh Mann. Wir brauchen echt mehr Festung. Und ansonsten den aufwerten. Ey, das kostet alles so viel. Wobei ich glaube, den können wir uns sparen, weil wir haben den hier schon auf Max. Hey, ich bringe mal kurz die Sachen nach oben. So. Und zwar den Stab des Schutzes packe ich hier ran. Da. 8. Und den Federumhang hier rein. So. Haben wir 9 Eiter. Ja, gut. Was machen wir denn als nächstes? Weichgewebe oder Bergkönig? Theoretisch ist Ascheholz schwieriger zu farmen, ne? Ach, was mache ich denn? Ich wollte gerade das Eiter nach unten bringen, aber das kommt ja hier rein. Deswegen sollten wir Weichgewebe zuerst machen. Oder? Dann können wir unsere Rüstung upgraden. Ne? Und wenn wir die upgegradet haben, können wir dann... Was mit dem Ascheholz? Ja, wir müssen in die Nebellande gehen. Wir haben keine andere Wahl. Aber wir haben dafür jetzt auch ordentlich neue Stäbe und so ein Shit. Also, mal gucken. Vielleicht wird es ja jetzt doch ein bisschen einfacher. Oh Mann. So, und das Ding ist auch, ich würde ja ganz gerne, zum Beispiel so wie wir unsere Dinge jetzt hier haben, ne, unsere Gel-Sachen, haben wir ja immer unsere vordefinierte Route, die wir abklappern. Das können wir bei Weichgewebe aber nicht machen, ne? Bei Weichgewebe müssen wir neue Sachen finden. Das heißt, wir müssen zu Mistlands, die wir noch nicht erkundet haben. Und da habe ich keine Ahnung, wo wir hin sollen.
Warte mal, ich guck mal kurz, ob hier... Hier ist noch nicht ganz erkundet. Sumpf. Wo war denn die Sumpfbase? Die war doch hier oben irgendwo, oder? Alter, wie soll ich die hier finden? Hier, ne? Nee, ist die Knochenwand-Space. Aber hier sind Mistlands. Und hier vielleicht unerkundet. Komm.